Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einer weiteren Fragerunde. Bevor ich euch in 2 bis 4 Wochen wiederum bitte, mir Fragen für die nächste FAQ-Folge zu stellen, dachte ich mir, wir machen es mal etwas anders. Wenn ihr eine Frage habt, also kleiner Tipp, je aktueller eure Formel 1-Frage, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau dich dran nehme. Am besten stellt ihr mir eine Frage pro YouTube-Nachricht. Ihr könnt meinetwegen auch 5 YouTube-Nachrichten, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, ist mir scheißegal. Je mehr, desto besser. Das wäre auf jeden Fall cool. Und dann brauche ich euch in Zukunft für Social Media nicht mehr zu fragen, denn dann habe ich alles Mögliche jetzt unterhalb dieser Folge, was ich an Fragen brauche, für die nächste Folge, die dann Mitte November dann veröffentlicht wird. Also würde ich sagen, legen wir los. Ich habe mir 10 Fragen rausgesucht, 5 von der YouTube Community Funktion und 5 wiederum von meinem Discord. Also legen wir los. Die erste Frage kommt von Jelkajor. Hashtag frag Mike, denkst du, es wird irgendwann mal eine Frau in der Formel 1 als Stammfahrerin geben? Also ich könnte mir eigentlich nur eine einzige vorstellen und das ist Jamie Chadwick. Jamie Chadwick ist jemand, der die W-Series wirklich in Grund und Boden fährt, denn sie hat ja bereits 2 Titel und ich kann mir vorstellen, dass sie auch bald in, ich glaube, in Amerika oder Mexiko den 3. Titel klar macht. Und da sie ja schon in der Akademie von Williams ist, kann ich mir vorstellen, dass sie in 3 oder 4 Jahren irgendwann mal für das britische Team fahren wird. Es kann auch sein, dass es ein ganz anderes Team sein wird, nur welches genau, das weiß ich nicht. Die nächste Frage kommt von Finn Official. Hashtag frag Mike, denkst du, dass die Formel 1 ab 2027 mit E-Motoren fährt? Also wenn man es mal rein theoretisch nimmt, tut sie es jetzt schon. Zwar die MGUK und die MGOH. Natürlich muss man sagen, ja, beide sind zwar Elektromotoren, aber wiederum nur zur Unterstützung des Antriebes. Beide leisten ja insgesamt 163 PS. Aber ich denke mal, das war nicht die Frage, sondern eher so nur die E-Motoren. Das kann ich ausschließen, denn das Formel 1-Reglement ab 2026 sieht nämlich vor, dass der Motor der 1,6 Liter V6 mit Zwangsbeatmer sein wird und ich denke mal, vor 2030 werden wir da auch keine Änderung sehen. Die dritte Frage kommt von Jan FCW. Hashtag frag Mike, was ist deiner Meinung nach das beste Formel 1-Spiel und warum? Schwelgen wir ein bisschen in der Vergangenheit, liebe Leute. Ja, das war ein ziemlich cooles Spiel. Das war wirklich eine super geile Grafik zu dem Zeitpunkt. Und sowas wie Bugs gab es da nicht. Ja, those were good times. 2011, liebe Leute, mit 2010. Dieses Spiel habe ich wirklich gefeiert. Und das war, im Gegensatz zu dem, was wir jetzt haben, auf jeden Fall ein Augenschmaus. Und ich habe das Spiel wirklich sehr gerne gezockt. Ja, die Vergangenheit, liebe Leute. Frage Nummer 4 kommt von Morphix. Hashtag fragt Mike, was hältst du von der neuen Strecke in Katar? PS, mach weiter so. PS, werde ich machen. Was halte ich von Katar? Naja, es ist ungefähr so, als hätten sie Bahrain genommen und minimal verändert. Genauso wie Portugal und Spanien. Wir sind ja auch nur so ein bisschen auseinander. Ich bin nicht wirklich ein Fan der Strecke in Katar, zumal ich auch kein Fan davon bin, dass sie jetzt 10 Jahre dort fahren werden. Da hätten andere Strecken auf jeden Fall meiner Meinung nach einen gewissen Vorrang. Die letzte YouTube-Frage kommt wieder von Jelkajor. Hashtag fragt Mike, wie lange denkst du, wird Lewis noch in der Formel 1 bleiben? Also er hat einen Vertrag bis einschließlich 2023 und Toto Wolff hat vor kurzem gesagt, ich kann mir bei ihm vorstellen, dass er eines Tages die 400 Grand Prix Marke knackt. Denn vor kurzem, ich glaube in Belgien war es, glaube ich, oder war es Niederlande? Ich weiß nicht mehr genau. Er hat auf jeden Fall die 300 Grand Prix Marke geknackt und da auch nochmal mein Glückwunsch dazu. Es gab irgendwelche Gerüchte in der Vergangenheit, dass er wohl bis Ende 2025 angeblich bleiben könnte. Ich kann mir sogar, vielleicht sogar ein bisschen länger vorstellen, vielleicht sogar bis Ende 2026. Was meint ihr? Wie lange könnte Hamilton wohl in der Formel 1 bleiben? Schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentarsektion. So, die erste Discord-Frage kommt von Benno. Hast du vor, mal eine Karriere in F1 zu machen und die auf YouTube zu zeigen? Oder ist das Spiel nicht gut genug? Nein, nein und nein. So könnte man das am besten beantworten. Also Benno, falls du es noch nicht wusstest, ich hatte mal einen YouTube-Kanal, der hieß Mike's Formula One Channel und da habe ich halt die ganzen Karrieresachen hochgeladen. Allerdings war das Interesse eher nicht ausreichend, würde ich jetzt mal sagen. Also fassen wir ganz kurz zusammen, eine YouTube-Formel 1-Karriere kommt für mich nicht mehr in Frage, denn wenn man mal ganz ehrlich ist, wir haben so viele Content-Creator, gerade auf Karrierebasis. Die nächste Frage kommt von Yannick FC. Wie hoch ist die Chance, dass Kyalami zurück in die Formel 1 kommt? Weißt du, Yannick, die Chancen, dass Kyalami in die Formel 1 zurückkommt, sind ziemlich hoch. Denn 2024, Gerüchten zufolge, soll das Ganze nämlich auch Realität werden. Denn der Südafrika Grand Prix ist das letzte Mal 1993 im Kalender gewesen. Und aktuell besitzt die Strecke in Kyalami den 4 Grad 2, aber für die Formel 1 braucht man 4 Grad 1. Das heißt, sie haben jetzt, glaube ich, noch ein Jahr Zeit, das Ganze zu bearbeiten.
Ganz früheren Gerüchten zufolge sollte es eigentlich schon 2023 soweit sein, aber Kyalami ersetzt wiederum den Belgien Grand Prix, der ein weiteres Jahr im Kalender bleibt. Die nächste Frage kommt von Sascha Loll, der F1 McLaren-Fan. Was glaubst du, bleibt Mick bei Haas und wenn nein, wo könnte er sonst ein Cockpit bekommen oder bleibt es sogar ohne Cockpit? Also Sascha, die Sache ist wie folgt. Es gab vor kurzem einen Artikel vom F1insider.de und der hat gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass Mick bei Haas bleiben wird. Und Haas ist ja ein US-amerikanisches Team und der nächste Grand Prix ist zufälligerweise in Amerika. Wer 1 und 1 zusammenzählt, weiß, was jetzt kommt, richtig. Es wird wohl so sein, dass eine Bekanntgabe erfolgen wird, und zwar ein Zusatzjahr. Und was der F1 Insider auch noch gesagt hat, ist, ab 2024 wird Schumacher wohl für ein anderes Team fahren. Die nächste Frage kommt von Schmebo. Siehst du Vettel später noch einmal in der Formel 1 oder wenigstens als Experte oder auch in der Werbung von Aston Martin? Nein, nein und nein. Also ich glaube nicht, dass Vettel, dreifacher Familienvater, nochmal in die Formel 1 zurückkehrt. Er war jetzt so lange da, ich glaube insgesamt 16 Saisons, wenn ich mich nicht verzähle. Als Experte hat er ausgeschlossen, möchte er nicht machen und in der Werbung von Aston Martin kann ich mir auch nicht vorstellen. Allerdings muss man dazu sagen, dass Vettel beim 2023er Auto auf jeden Fall in der Entwicklung mithilft, weil ja auch Fernando Alonso ihn dort ab nächstem Jahr ersetzt. Ich meine, es gab schon viele Formel 1 Fahrer, die ausgestiegen sind und dann wiedergekommen sind, zum Beispiel Räikkönen oder auch ein gewisser Alonso, der uns auf jeden Fall bis Ende 2025 erhalten bleibt. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage dieses FAQs, die kommt von Kevinio2498. Nachdem ich ja beim letzten Mal gefragt habe, welche drei Teams du zurückholen würdest, die Frage für dieses FAQ, welche drei Strecken, die aktuell nicht im Rennkalender sind, würdest du zurückholen wollen? Ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht und möchte die mal hier vorstellen. Strecke Nummer 1 auf meiner Liste und ich denke mal, da werdet ihr mir auch alle zustimmen, denn die Strecke ist wirklich toll. Malaysia. Malaysia ist ja 2017 zum letzten Mal in einem Formel 1 Kalender gewesen und ich kann mir vorstellen, dass sie in Zukunft auf jeden Fall nochmal darüber nachdenken, in den Formel 1 Kalender wieder einzusteigen. Denn es gab nämlich vor nicht allzu langer Zeit nämlich Gerüchte, dass sie darüber nachdenken. 2018 ist ja Malaysia aufgrund von finanziellen Mitteln nicht mehr in der Formel 1 gewesen, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall in der Zukunft noch was werden wird. Als nächste Strecke auf meiner Liste wäre der Hockenheimring. Ich meine, wenn wir schon einen deutschen Fahrer und bald auch ein deutsches Team in der Formel 1 haben, kann ich mir gut vorstellen, dass wir den Hockenheimring als Beispiel auf jeden Fall in dem Formel 1 Kalender wieder zu sehen bekommen. Als dritte Strecke auf meiner Liste ein sehr bekannter Grand Prix. Ehrlich gesagt habe ich den aber nie gesehen, weil mein Interesse für die Formel 1 erst so richtig 2010 hervorkam. Ich rede von Manicur. Wenn nämlich schon Circuit Paul Ricard als Frankreich Grand Prix jetzt rausfällt, kann ich mir vorstellen, dass es in Zukunft möglicherweise auch noch ein Grand Prix auf dem alten Manicur Circuit geben könnte. So, liebe Community, das waren die 10 Fragen, die ich beantwortet habe. Danke an alle, die mitgemacht haben. Denkt daran, eure Fragen unten in die Kommentarsektion zu stellen und dann sehen wir uns schon am Sonntag um 10 Uhr zu einem neuen Video wieder. Da wird es nämlich das MXL Liga Renn Highlight Video aus Spielberg geben. Freut euch auf jeden Fall schon mal drauf und damit würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.